Ja, hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und ja, auch für die Demonstratoren ist so ein Katalogwechsel immer sehr aufregend und es gibt ja so viele neue Sachen zu entdecken. Ich habe mich schon wieder beschmiert hier. Und ja, jetzt haben wir hier ein Teamtreffen bei mir in Quickborn. Das findet von Zeit zu Zeit mal statt. Und immer wer Zeit und Lust hat, kann dann natürlich kommen und dann werden wir zusammen den Katalog durchstöbern und ein bisschen basteln und dieses und jenes machen. Und natürlich bereite ich auch immer ein bisschen was vor und möchte natürlich auch mich dafür bedanken, dass Sie hier zu mir kommen. So, und jetzt bin ich noch dabei, ein paar Karten zu machen, so die letzten. Und da habe ich zum einen, was passt besser als dieses tolle Set, kreiert mit Liebe. Passt eigentlich zu jedem, der kreativ ist. Und ich habe noch ein paar ganz tolle Papiere dazu verwendet. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wie die heißen. Designerpapier im Block, Farbspiel heißt das. Und das ist wirklich total süß. Die sind so 15x15. Und es sind vier verschiedene Farben, ne? Also das ist das Grün, das Gelb, das Blau und dann diese Sommerbeere. Und die sind ja von den Seiten total unterschiedlich und wirklich super, super schön. Also richtig zum Spielen auch. Und ja, um mal so eine ganz einfache Karte zu machen, habe ich einfach das Papier genommen, etwas kleiner geschnitten, ein bisschen hinterlegt mit, in diesem Fall mit Flüsterweiß und dann halt den Farbton aufgegriffen. Und ja, und jetzt will ich das Ganze einfach ein bisschen dekorieren. Und dazu habe ich einmal diesen Topf hier genommen. Den habe ich mir auf unser Seidenglanz aufgestempelt. Seidenglanz ist ein bisschen fester als das Flüsterweiß, glitzert ein bisschen und verträgt sich super mit Wasser oder noch etwas besser mit Wasser. Und das Ganze habe ich dann ausgeschnitten. Okay, das ist natürlich etwas mühsam, aber trotzdem, das mache ich natürlich gerne für meine Teampartner. Und dann immer farblich passend das Ganze so ein bisschen hier dekoriert, bemalt. So, und jetzt habe ich mir noch überlegt, was ich könnte ich noch machen. Also, hier ist mal das Gelb, da ist der gelbe Topf. Das habe ich immer so ein bisschen Ton in Ton gemacht. Dann wollte ich die Schere dazu nehmen und habe schon ein bisschen rumexperimentiert hier. Und zwar die stempel ich jetzt mal hier in dem Anthrazitgrau auf. Und das kommt jetzt so hier an die Seite. Da ist sie. Hier soll dann mein Topf hin. Und dann habe ich noch hier Kreativität macht Freude, Freunde. Das finde ich ja auch wieder so, super schön. Jeden Tag eine kreative Tat und hier Haushalt hat Zeit. Passt ja auch wunderbar. So, dann. Dann wollte ich die Schrift so ein bisschen Ton in Ton machen. So, und da habe ich mir dann jetzt das Osterglocke wieder genommen und hier den Stempel. Und dann nehme ich mir auch ein bisschen von dem Seidenglanz und stempel mir das jetzt mal hier auf. Und dann kommt als nächstes mein Ballon und da habe ich gesehen, das passt super schön da rein. Und jetzt kommt das Ganze hier oben noch mit her, so dass dann die Karte nachher so aussieht. Das könnte ich noch ein bisschen inken. Da überlege ich noch mal. Die Schere wollte ich gerne noch ein bisschen kolorieren. Und zwar den Griff werde ich noch mal hier so ein bisschen dunkler malen mit Osterglocke, weil das ist ja hier so von den Abstufungen. Und die Schneide hier, die male ich mal in Schiefergrau. Und das Ganze könnte ich nachher noch ein bisschen beglittern. Ich hoffe, ich bin jetzt noch im Bild.
So, und das, dazu nehme ich natürlich unsere Marker, weil die decken das so ein bisschen ab. Und es muss ja auch nicht perfekt sein. Aber ich glaube, so ist das ganz toll. Und dann zeige ich dir nachher mal, wie meine Ergebnisse aussehen. Jetzt wird hier mein Topf mal angemalt. Ich fange jetzt einfach mal mit den Pinseln an. Ich habe meine verschiedenen Stempelkissen und ich verwende hier meinen Wassertankstift. So, für die Stiele habe ich mir das Savanne ausgesucht. Und ja, da mache ich jetzt auch nicht so furchtbar viel Tüdelüt mit, sondern ja, koloriere die einfach. So, das langt mir hier schon mal. So, mein Pinselstift einfach ein bisschen säubern. Und jetzt kommt der Topf dran. Da das jetzt für die Sommerbeere ist, habe ich jetzt auch hier das neue Stempelkissen Sommerbeere. Und ja, jetzt nehme ich mir ein bisschen Farbe auf. Und ich fange eigentlich so in der Mitte vom Topf an. Aufpassen, dass ich genug Wasser habe hier. So, und das ist jetzt ja auch heute nicht tragisch, was da jetzt so wirklich draus wird. Ich hatte das ja schon ausgeschnitten, aber du kannst es auch machen, bevor du das ausschneidest. Ja, wie dir das gerade gut gefällt. So, dann hier der Topfrand. Auch da kannst du mehr oder weniger Farbe nehmen, was gerade so für dich passt. Ich will da noch ein bisschen mehr drauf geben. So, und damit das Ganze so ein bisschen schattiert ist, mache ich jetzt hier an der Seite noch ein bisschen dunkler das Ganze. Einfach nur auf dieser Seite. Und nochmal so ein bisschen, na, das langt mir eigentlich schon. So, gut. Und jetzt nehme ich einige Pinsel und mache die in der gleichen Farbe. Also hier mal der große. So spielst du einfach und guckst, was dir da jetzt so gefällt. So, das langt mir schon. Jetzt muss auch wieder ein bisschen sauber gemacht werden. Ich hoffe, ich habe noch genug Wasser drin. So, als nächstes habe ich mir jetzt Gelb genommen, also auch das Osterglocke, was ich vorher schon hatte. So, ein bisschen Wasser noch da rein. So, jetzt kommen die nächsten dran. Der vielleicht hier noch mal und hier da unten. Und was man auch gut machen kann, man kann auch noch mal in die andere Farbe, dann verändert die sich ja so ein bisschen, reingehen, so dass du da ja so ein bisschen verschiedene Farben drin hast. Das langt mir schon wieder, weil es sind ja nur kleine Sachen. Jetzt habe ich noch mal unser neues Limette, auch wieder schön sauber machen, und da mache ich jetzt die restlichen Pinsel mit und kann jetzt zum Beispiel auch hier noch mal so ein bisschen den Stiel arbeiten, oder hier ist so ein Bleistift, den mache ich jetzt auch noch mal in Limette und guck noch mal, was mir jetzt hier noch fehlt. Genau, und kann dann auch wieder so verschiedene Farben damit reinbringen. Hier kann noch ein bisschen an der Pinselspitze sein, und ja, so spiele ich halt ein bisschen mit den Farben hier rum, bis das Ganze fertig ist. Ja, und so sehen dann hier meine Ergebnisse für diese kleinen Töpfe mit den Pinseln aus. Meine Karten sind jetzt fertig und ich habe sie eigentlich schon eingepackt, aber hier sind nochmal ja, drei Varianten. Einmal mit der Schere da oben und der kleinen Schrift hier aufgestempelt. Und dann, so wie ich das vorhin gezeigt habe, mit dem Luftballon, der ehrlich gesagt durch einen Fehler entstanden ist, aber ist ja auch egal. Schere hier unten und dann das Ganze immer Ton in Ton und dieser kleine Spruch dann eben mit dem Luftballon gestempelt, auf den Luftballon gestempelt.
Ja, vielleicht hast du auch irgendjemanden, den du so eine kleine Freude machen willst, mit dem du vielleicht zusammen bastelst und oder vielleicht mal basteln möchtest und den einladen willst. Sonst lade ich dich natürlich herzlich ein, mit mir zusammen zu basteln, vielleicht auch mal zu meinem Teamtreffen zu kommen als Teampartner. So, also morgen Teamtreffen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun und sag Tschüss aus Quickborn.